Schuss geht schon raus. Ja, natürlich, die schießen doch, ja, Mann. Klar, die schießen. Ja, die haben jetzt ins Auge reingeschossen. Oh mein Gott. Wie sahen die aus? Die sind noch um die Garage, Burrito, ganz links. Wer stabilisiert da wen? Rennen rum, linke Seite Uni, Die sind, kommt mal ran, Mann, Alter. Das sind nicht viele, sind drei, vier Stück. Die sind gerade vor 187 anwesend. Ja, sammelt euch bitte. Hier wurde gerade eine Frau angeschossen und ihr wollt mir... Nein, aber du willst mir jetzt vorwerfen, dass ich eine Gusenberg in der Hand habe. Da hinten liegt eine Frau, die am Sterben ist, du Vollidiot. Die sind mit Tüchern rumgerannt, die haben Leute überfallen. Ja, die sind da weggerannt. Die haben die Frau erschossen, du kleine Bord! Also halt deine Fresse, ja? Den Original nur einmal so krass in die Tastatur angehört, ne? Und das war bei Philippe, glaube ich. No joke, das ist einfach Next Level Shit. Was? Ja, Sony Szene. Sollen wir da oben noch anrufen oder? Nee, also ich würde sagen nein. So. Mir ist das auch wurscht und wenn die ein Problem haben, dann freue ich mich. So folgendes, was sagt da Familie? Sonny, mein Engel. Sonny, ich küsse doch dein Herz. Ich küsse auch dein Herz, aber mach einfach, mach deinen Mund einfach zu. Ich küsse doch dein Herz, danke. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr drüber reden. Ja gut, dann Sonny, Sonny, hast du deinen Sonny, ey, ich schaff Sonny. Oh, Sonny. Ja. Buonasera erstmal. Buonasera. Haben Sie irgendwelche Züge zu uns, zu unserer Heimat? Sie meinen zu Sizilien? Das ist so korrekt. Ich habe damals viel Urlaub in Italien gemacht, aber sonstige Bezüge habe ich leider nicht. Also familiäre, Oma, Opa, Uropa. Also, wenn Sie familiär, wir haben sehr viele Freunde in Sizilien, vor allem in Grado, wenn Sie das kennen. Alba F, oder? Also das ist jetzt nicht in Sizilien, aber in Italien. Ist der von Sonny? Wir haben dort sehr viel Urlaub gemacht und... Ja. Wem? Der ist nicht aus Sizilien, sagt er. Okay. Der hat auch keine Familie in Sizilien, sagt er. Ach so. Was ist denn das für ein Dulli jetzt? Einmal F, Bruder. Warte mal. Warte, okay. Komm mal zur Seite da, Junge, mein Freund. Guck mir gut, die Augen. Mal in die Heimat telefonieren. Ja. Du kommst aus Sizilien, gell? Das ist richtig. Ah, eben hast du gesagt nein. Oh, Entschuldigung. Ah ja. Dann habe ich mich versprochen. Ich glaube, ich muss dich mal wachrütteln, oder? Jetzt erinnerst du dich, oder? Ja, ich erinnere mich. Ach ja, klar, gell? Dann bitte erwähn das nochmal. Sag, du hast einen schlechten Tag heute, ja? Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Okay. Er ist sehr aufgeregt, Jungs. Scusi erstmal. Also, um mich nochmal kurz zu wiederholen. Ich bin in Sizilien aufgewachsen, das ist so richtig, ja. Und auf jeden Fall leid, dass ich mich gerade so eben verhaspelt habe. Wie gesagt, das ist meine erste richtige Vorstellung und ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Ich hab mich schon gewundert, also ich sehe doch den Sizilianer in dir, Mensch. Ich wusste, dass das kommt. Es wird jetzt so ablaufen, dass du erstmal dich einmal vorstellst, sagst, wer du bist, ne, woher du kommst und so weiter und so fort. Verstanden. Also mein Name ist Michael Monroe. Meine eigene Herkunft ist leider unbekannt. Ich weiß nur, dass ich aus dem souveränen Staat Kosovo kam. Wir sind doch alle lost, oder? Wir nehmen hier schon wieder halber rüber auf. Komm mal auf der Seite dann. Auch du hast, glaube ich, mal eine Gehirnwäsche. Ach! Michael, ja. Mann, Alter. Ob du dumm bist, frage ich dich. Das hast du mich vorher gesagt. Du Trottel, das muss man doch wissen, Mann. Don, ich glaube, du kennst deine Eltern und weißt doch, wo der herkommt, oder? Also. Natürlich, Mann. Also, Kopf zu. Auch in dir sehe ich. Halt dein Kopf, Mund. Es fehlt der legendäre Spruch, ne? Auch in dir sehe ich doch den Sizilianer. Ja, ja. Ich war ein bisschen benebelt, es tut mir leid. Ich bin ein bisschen unter Schock. Auch ein bisschen, Ja, das ist die Messen. Ja, das ist. Ich hatte sehr viel um die Ohren, tut mir leid. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo kommst du? Meine Eltern kommen aus Sizilien. Ja. Ich kannte die groß nicht, da ich in einem Kinderheim aufgewachsen bin. Ja.
guck mal, Uni! Charlie wird hops genommen! Ich werde jetzt auch hops genommen! Uni! Uni Maskierte! Uni Garage! Wir sind unterwegs, Ey, zöger mal raus! Es wird schon geballert, ne? Feld geschossen. Ah! Ey, ich komm mit Uzi, die schießen ins Anwesen rein. Die schießen schon vor uns rein. Fahr mit einem Burrito weg. Mit einem Burrito oder was? Ja. Ey, Schuss gehört schon raus, Ja, natürlich, die schießen doch, ja, Mann! Ja, klar, die schießen doch. Ja, die haben ins Anwesen reingeschossen. Oh mein Gott! Wie sahen die aus? Ey, wer schießt denn? Die sind noch Uni-Garage, Burrito, ganz links. Wer stabilisiert da wen? Rennen rum, linke Seite Uni, Linke Seite Uni, ja? Die sind links rum. Die sind, kommt mal da, kommt mal ran, Mann, Alter. Es sind nicht viele, sind drei, vier Stück. Die sind gerade vor 187 anwesend. Ja, sammelt euch bitte. Kommt, Jungs, ihr pusht jetzt eh gleich. Komm. Na, sammelt euch, pusht und alle gemeinsam rein. Kommt auch jetzt. Rennt euch vor, Mann! Ich hab gesagt, ich vorrenn, Mann, allein, ihr Deppen, Mann, wartet. Achso, ich hab keinen langen. Was machst du da jetzt, Mann? Checkt's. Ich hab keine Waffe, ich guck, dass unsere Leute aufgehoben werden von den Medics. Ich geh mir schnell lange holen. Kommt mal her, wo bleibt ihr denn bei der Uni? Kommt mal ran da, Mann, Alter. Jungs, wo. Wir sind gerade auf Uni. Hallo, hört ihr mich? Ja, ich will nicht. Ey, warte. Ja, wir haben schon Hilfe geleistet, aber. Ihr müsst Skype versorgen. Ich hab schon Dispatch geschickt. Ey, das ist eine Scheiße. Kopf. Das steht Wort. Toll, ich kann meine Maske nicht ausziehen. Ich kläre das, weil ich wäre ja nicht so. Vielleicht kann ich das klären. Ich hab einen Koffer, kann man sie aufheben? Warte mal. Das ist Rotom. Lass mich kurz. Nee, kann man nicht aufheben. Kannst du stabilisieren. Ja. Das ist eine schwere Schussverletzung. Habt ihr die kleinen Charlie hat eine schwere Schussverletzung. Kannst du einmal bestehen bleiben? Ich hab einen, wo liegt der? Ja, bitte, was denn los? Hier war Schießerei gerade. Da ist eine Frau angeschossen worden. Ja, und sie hat eine Gusenberg in der Hand. Ich hatte eine Gusenberg in der Hand? Rechts, wenn du gesehen. Eventor kommst rechts hinten. Was hast du gesehen? Ich hab doch keine Gusenberg in der Hand gehabt. Doch, soweit hatten sie eine Gusenberg in der Hand. Ich? Vollkommen korrekt. Hast du Gras geraucht? Wo hatte ich eine Gusenberg in der Hand? Wo wir angefahren sind, hatten sie soweit eine Gusenberg in der Hand. Ich, wer bin ich denn? Das finden wir jetzt raus. Einmal mit dem Personalausweis und dann wissen wir was. Alter, willst du mich f***en, du Trottel, Alter? Hier wurde gerade eine Frau angeschossen und ihr willst... Nein, aber du willst mir jetzt vorwerfen, dass ich eine Gusenberg in der Hand habe. Da hinten liegt eine Frau, die am Sterben ist, du Vollidiot. Wer hat dich gef***t, Mann? Wer hat dich gef***t? Doch, ich werd richtig respektlos, Mann. Vor allem, ich weiß nicht, was du für Gespenster siehst, so. Es gab hier Leute, die sind mit Tüchern rumgerannt, die haben Leute überfallen. Ja, die sind da weggerannt. Die haben die Frau erschossen, du kleine Mist! Also halt deine Fresse, ja? Und kümmere dich nicht um die scheiß Gusenberg, du. Ach Kops. Soweit? Das sage ich Ihnen dazu. Ja, da müssen sie jetzt nicht so rumschreien. Ja, du Mann, komm, mach! Du Mann. Fuck you! Ja, Jungs, wir können mal. Mediziner kümmern sich doch schon darum. Halt deine Fresse, Mann! Komm, du kleiner Klon, Alter! Halt deine scheiß Fresse, du hässliche Glatzenkind! Bengel, Mann, mach jetzt! Hallo! Halt deine Fresse, Mann! Sind sie denn so aggressiv? Das bringt doch gar nichts. So warm sie denn ihren Ausweis? In meinem scheiß Arschloch, zieh's raus, du. Gehen sie auf Männer, oder was? Ich steh richtig auf deinen Arsch, du mach jetzt! Entspannen sie sich doch. Deine Fresse, du hässliches Mistkind! Sie gefallen. Du stinkst nach Scheiße! Meine Güte. Halt deine Fresse, meine Güte! Halt deine Fresse jetzt, du mach! Herr Montana. So, ich werd dir noch einmal ins Fahrzeug helfen. Du F***e! Du F***e! Du F***e! Du F***e! Du F***e! Du F***e! Ihr F***e! Ihr Hässlichen! Kümmert euch hier um sowas? Wer bin ich? Hier rennen Leute mit Tüchern rum. Woher willst du wissen, dass ich eine Gusi in der Hand hatte, du F***? Du F***? Woher willst du wissen, dass ich eine Gusi in der Hand hatte, du F***? Sohn! Woher? Sag's mir! Sag's mir, woher, Mann? Der Herr, bitte schreien Sie nicht rum. Wir haben sag mir, woher! Nix, der Herr, wir haben damit nichts gerade zu tun. Ja, natürlich Herr, nicht! Woher willst du wissen, dass ich eine Gusi in der Hand habe, du F***? Schreien Sie nicht. Ich hatte gar nichts Ding zu, kleiner F***. Sie mich nicht an. Sollst du halt Fresse halten? Das sind Leute, so gerade, die haben hier die Frau erschossen und die führt mich ab, ihr F***. Mit einmal vorläufig festgenommen, ja, sie haben das Recht zu schweigen, das Recht sich selbst zu vertreten. Außerdem haben sie das Recht auf einen geprüften Staatsanwalt, auf einen geprüften Rechtsanwalt. Kopf zu, du F***! Ich nehme das mal als ein Ja auf, ja? Ihr seid so dreckige N***. Wie könnt ihr so Bengel sein, Alter? Hier werden Leute erschossen und ihr führt mich ab, ihr F***. Ihr dreckigen N***. Ihr dreckigen N***. Haben wir doch mitgenommen, wo ist das? Du dreckige Mann, du sollst dich um die Räuber kümmern, die hier Leute erschießen, du Sohn. Das reicht doch jetzt langsam. Nein, du sollst dich um die Leute kümmern, die hier Leute erschießen, du kleine F***, und nicht um mich. Macht doch keinen Sinn. Schmutz. Schmutz. Ja, das bringt eine Fresse. Nix. Die Kollegen werden ihnen mehr Mundgulli als. Ja. Ey, ihr seid so F***, warum macht ihr sowas? Warum? Warum kümmert ihr euch nicht um die richtigen Räuber, ihr F***?
Was mit euch? Mach die gar nicht! Haben sie Handschellen oder haben sie Fußfesseln dran, der Herr? Ich hab bald dein Arschloch, du kleine F***. Mach jetzt. Das ist eine Bedrohung? Das ist eine Drohung, ja. Mach drauf, F***. Hallo, hallo, hey! Ich was hab ist? Gesagt, ruhig, kommen Sie mit hier. Mensch, Sie müssen du doch... Du halt die Fresse, du stinkst nach Scheiße, Mann, ich schwöre. Nee, ich bin frisch oder Much. Geduscht. Oder Much. Sie mit bleiben jetzt. Sie ruhig, Herr Montana. Du als Maul. Einfach n***en. Dreckige n***en. Oh, ich sehe hier keine. Safa, ja? Doch, da direkt vor mir, Mann. Glatzkopf. Junge, ihr kümmert Mann, euch um Mann, mich, Mann. Anstatt dass ihr nicht wahrnehmt, dass dort Leute... Frauen erschießen, du Klon! Du hässlicher Klon, Mann! Warum die erschießen Frauen, Klon? Weil du scheiß Klon bist, du Scheiße. Fehlt nur ein Strichcode hinten, du F***e. Ja? Die erschießen hier Frauen. Was lachst du so behindert, du M***hint, Mann? Was lachst du so behindert? Die erschießen da Frauen. Warum nehmt ihr mich denn hoch, ihr F***en, Mann? Seid ihr das... Was lachst du, du F***e? Was ist daran lustig, Mann? Ihr nehmt mich hier hops, ihr f***en Kinder, Mann. Ihr seid so hässlich, mach mich rein. Ja, kommen Sie hier rein. Du bist so hässlich, stinkst nach Scheiße, Mann. Fuck, ja. Du verpiss dich. Geh. Fahren Sie sich. So, Herr Montana, sind Sie da? Können wir jetzt vernünftig reden, oder... Ich glaube nicht, nein. Herr Montana, ganz kurz, ne? Einmal kurz tief durchatmen. Bringt nichts. Wissen Sie, warum Sie überhaupt hier sind? Ja, weil ich wohl eine Gusenberg hatte, obwohl riskierte Leute da rumgerannt sind und Frauen erschossen haben. Aber ich werde gef***t wegen nichts. Herr Montana, ja? Wir haben Sie vermummt vor Ort gesehen, ne? Allein deswegen ist ja schon der Tatbestand da, dass wir Sie durchsuchen dürfen, ne? Wir sind uns auch zu 99% sicher, dass sie eine Waffe dabei hatten. Ich würde sagen, wir machen das so, ich durchsuche sie und sollte, sag ich mal, die Tatsache sein, dass sie eine Waffe dabei haben. Guck mal, mir geht's nicht um die Sache. Mir geht's darum, dass ihr euch auf Sachen versteift, auf die ihr euch nicht versteifen solltet, Mann. Da kommen Leute und töten Frauen oder wollen Frauen töten, ihr kümmert euch um mich. Ihr Vollidioten, Mann, was ist mit euch? Nehmt die scheiß Gusenberg, Mann! Fuck mich nicht ab, Alter! Nehmen Sie! Aber kümmert euch um die richtigen Sachen und nicht um mich, ihr Trottel! Hey, ihr fuckt mich so ab, Mann! Nehmen Sie am besten die Gusenberg kurz aus der Hand, um das Ganze zu entschärfen. Herr Montana, wir sind einen Dispatch angefahren, sind vor Ort gefahren. Fuck you, interessiert mich, nehmt die Gusenberg und ich mach mich hops! Fuck you, interessiert mich, nehmt die Gusenberg und ich mach mich hops! Sprachen lernen? Dann drehen Sie sich um, Herr Montana. Ich, leg ich hab keinen Bock mehr zu reden mit euch. Ist okay, Montana, wir müssen nicht reden. So, ich leg nochmal Fesseln an. Ich durchsuch sie mal. So, ich nehme mal die Gusenberg ab. Die Pistole, wollen Sie den Golfschläger behalten oder soll ich ihn auch abnehmen? Den Bach, mach einfach, bitte, mach. Du Hund. Ja, Montana, ich bin doch korrekt zu Ihnen. Nein, bist du nicht. Ihr seid nicht korrekt. So, die Pistole und Pistole Max habe ich auch weggeworfen. Okay, Herr Montana, dann würde ich sagen, dass es dann für Sie einmal ins SG geht. Ja, mach ab, du komm, ja. Bitte mach, komm, 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 bla 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 bla. Das erzählst du keinem. Ah, hier hinten. So, weißt du, da liegt eine Frau am Verrecken und ihr nehmt mich hops. Habt ihr gerade? Ihr seid so kaputt im Kopf, ich schwöre, ihr seid wirklich kaputt. Ihr seid kaputt in eurem scheiß Schädel, Mann. Da ist eine Frau am Verrecken und da rennen Leute weg. Was habt ihr Besseres zu tun, ja? Außer, dass ich selbst jetzt verübe, wovor ich stehe, mach mir noch 100 Aftern drauf von mir aus, ja? Ich stehe dazu, ich verteidige meine Leute, ja? Anstatt ja. Die richtigen ja, Hunde halt Kopf zu machen, dein Sicherheit ist schon feucht furzt, dann solltest du lieber die Leute hochnehmen, die an der Universität Terror machen und Frauen töten wollen. Und nicht. Ich helfe ihm an Fahrzeug. Ich soll ein Dispatch machen, während Waffen überall rumfliegen? Nein, mach ich nicht, alles nicht, Mann! Ich helfe ihm jetzt ins Auto. Herr Montana, bleiben Sie ruhig. So. Creech, ich würde sagen, dass ich hier mit dem Kuruma fahre, das nicht so auffällig ist, ne? Kannst du ruhig machen, wir fahren trotzdem mit. Okay, perfekt. Mach da schon mal die Akte fertig. Kapo. Mach ich. Ich hab jetzt nur bis jetzt illegale Langwaffe reingemacht. Das reicht auch. Passt soweit, oder? Ich denke schon. Der Herr Montana war ja an sich kooperativ. Total. Sehe ich genauso. Aber warum? Also, warum?
Warum? Warum? Also warum? So, warum? Ich versteh's nicht. Herr Montana, warum bin ich nicht Millionär? Das ist... Nein. Geht gar nicht so. Das geht nicht. Die Rechte schon verlesen. Mann, lieber Fuck, Mann. Warum? Weil sie haben das Recht zu schweigen, das Recht sich selbst zu vertreten, das Recht auf einen Anwalt abtreiben, schafft dann halt das Recht auf... Warum kümmert man sich nicht um die Leute, die hier Schandtaten verüben? Warum muss ich belangt werden, obwohl ich... Ja, klar. Es war halt... Nein, das ist... Ja, was sichtbar sein müsste, ist, dass seine Frau auf dem Boden liegt und Leute weggerannt sind mit langen Waffen. Also... Das war eigentlich erstmal primär das Problem, oder nicht? Ich sag Ihnen, wie das von uns aus gesehen wurde. Sie standen über der Frau mit einer Waffe. So, ne? Das war das, was wir als erstes gesehen haben. Und da müssen Sie sich kurz in uns versetzen und... Ne? So, Herr Montana... Ich helfe ihm mal raus, ne? Der Kollege wird ihn da jetzt mal kurz die Tür aufhalten. So. Schön. So, ich nehme ihm dann die Handschellen ab, dann können Sie alles bis auf Verbandskassen in den Spind legen. Ja, okay, passt soweit. So, Herr Montana, ne? Ich wünsche Ihnen ein... Ja. Tschüss. Ein Aufenthalt, ne? Ich hoffe, Sie reagieren sich ein bisschen ab. Und entschuldige natürlich die Umstände für Sie. Ja, alles klar. Ja. Schönen Aufenthalt. Auf Wiedersehen.